Hallo Freunde, weiter geht's mit Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind noch immer im Minental. Unser Anliegen in den letzten Folgen war das Aufräumen vor der Burg, also hier vor dem alten Lager, die Orks etwas zu dezimieren. Das haben wir auch gut geschafft, bis auf die eine Gruppe, die da vorne noch rumlungert. Jetzt wurde ich gebeten, den Trick mit der Rampe nochmal zu zeigen. Das können wir mal probieren. Das einzige Problem, was wir hier haben, ist, dass die Rampe von hier aus doch relativ weit entfernt ist. Das heißt, wir müssen ziemlich weit laufen. Ich würde es normalerweise jetzt so probieren, dass ich einfach da reinrenne, ein paar anlocke und dann ein bisschen wegrenne. Für gewöhnlich bleiben ja ein paar dann immer stehen und dann hat man weniger zu bekämpfen. Gut, ich versuche jetzt mal so viele wie möglich anzulocken. Beziehungsweise, warte mal, ich will mal gerade was schauen. Elixier der Geschicklichkeit. Trank der Geschwindigkeit, genau. Kurzzeitiges Sprinten, Dauer 5 Minuten. Das heißt, ich werde mir jetzt mal so einen Trank gönnen. So. Und damit rennen wir auch schon, wie ein wild gewordenes Wiesel. So, jetzt, aua. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass die Jungs hinter mir herbleiben. Oh, da kommt die ganze Horde. Und jetzt werde ich versuchen, zur Rampe zu gelangen, ohne dass hier diese Orks... Oh, das sind echt viele. Ohne dass die Orks wieder abhauen. Ja, aber das sind nicht alle. Da sind ein paar stehen geblieben. Definitiv. Und die Rampe, die ist noch ein gutes Stück entfernt, glaube ich. Na, kommt, Jungs. Hüsocho. Was auch immer mir der Ork damit sagen möchte. So. Die Rampe müsste doch jetzt hier irgendwo sein. Da ist sie doch. So, ja, dann gucken wir mal, ob das klappt. Die können nämlich hier nicht hochlaufen. Alter! Warte mal, warte mal, warte mal. Wir versuchen mal was anderes. Ich nehme hier mal gerade meinen Bogen. Nein! Du sollst bitte den Bogen ausrüsten. So. Aber irgendwie bringt das hier gar nichts. Na komm. Das war ein Lärm. Also Leute, es tut mir leid, dass da euch jetzt vielleicht das Trommelfell geplatzt ist. Aber abgefahren, echt abgefahren. So, ich will jetzt zumindest hier, oder ich würde ganz gerne diese Ork-Elite ausplündern. Die anderen sind mir eigentlich egal. Da war noch einer eben gerade. Ja, die zu treffen, ist jetzt natürlich die hohe Kunst hier. Ah, das war nur ein Ork-Krieger, ist egal. Ich mach mal hier, was geht. Da ist noch ein Ork-Elite. So. Und dann gucken wir mal, ob das alle waren. Aber wahrscheinlich schätze ich mal, dass da noch ein paar rumstehen werden. Können wir mal gucken. Der Geschwindigkeitstrank, der müsste normalerweise immer noch wirken. So. Und ich glaube fast, das waren alle. Also das waren wahrscheinlich nicht alle. Aber alle, die auf dem ersten Blick. Nicht zu wollen. Gut. So, dann rennen wir nochmal zurück. Ich weiß, meine Gesundheit ist ein bisschen angeschlagen und ich glaube, es wird schon so fast wieder dunkel. Das heißt, wir müssen bald nochmal zurück in die Burg und uns da aufs Ohr hauen. So, aber ich renne erst nochmal zurück. Momentan ist es ja noch hell hier. Mal gucken, ob wir jetzt alle Orks haben. Wie gesagt, ich glaube es fast nicht, aber vielleicht schaffen wir die letzten so. Ja, ist natürlich so ein bisschen eigentlich ein Bug, ne, mit dieser Rampe. Aber gut, guck mal, da stehen immer noch welche. Und zwei Schamanen. Warte mal, da werden wir mal Folgendes machen. Ach, da langt das Mana wieder nicht. So, ich werde mich nochmal voll heilen. Ich werde direkt dann nochmal abspeichern. So, du darfst wieder das Schwert auspacken. So, abspeichern hier. F5.
Mal gucken, wie man die letzten kalt machen. Da oben sind auch noch welche. So. Der Schamane, der ballert mit seinem scheiß Feuer rum. So, dann gehen wir mal hin zum Schamanen. Nahkampf bitte. Ja, irgendwie treffe ich nicht so richtig, ne? Der nächste Schamane. So, wir müssen aufpassen, dieser bescheuerte Schamane. Guck mal, der steht hier direkt. Sogar an der Feuerstelle, wie passend. So, da oben sind noch zwei. Irgendjemand hat mir in den Kommentaren geschrieben, dass das Problem mit der Maus übrigens an Mäusen mit hohen DPIs hängt. Und bei normalen Mäusen, also Mäusen mit weniger DPI, wäre das Problem nicht der Fall. Also wäre das Problem nicht. Aber das nutzt ja nichts. Ich kaufe mir jetzt nicht extra eine Schrottmaus, um Gothic 2 einwandfrei spielen zu können. Ich habe hier eine ganz gute Maus. Warte mal, was habe ich für eine? Die Logitech G700. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit diesem Teil. Ich werde mir jetzt keine andere holen, deswegen. So. Unser Schnelligkeitsdrang ist diesmal, ist auch jetzt definitiv vorbei. So, komm, dann machen wir die noch kalt hier. Schön beim ersten Mal daneben gesammelt. Okay, warte mal. Da waren jetzt, glaube ich, keine Elite dabei, ne? Nee, aber ich gehe jetzt noch einmal hier rund um die Burg, bis wir wieder zur Rand kommen. Dann werde ich mich ins Bett legen. Und dann werde ich außerdem mal schauen, weil wir noch diese eine Quest offen haben. Mit, was war das? Seekops Armbrust? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es Seekop war. Auf jeden Fall gibt es da eh noch irgendwo eine Quest abzugeben. Hier liegt noch ein bisschen Müll auf der Erde rum, aber das können wir eigentlich alles sein lassen. Wir brauchen das gar nicht mehr. So, hier zu unserer Rechten sieht man wieder das alte Lager. Ach, und hier der Haupteingang. Genau. Das war es. Da war früher Diego irgendwo. Geile Sache. Ach, wenn ich das so sehe, dann werde ich schon wieder so melancholisch und will aber irgendwie schon wieder unbedingt das alte Game spielen. Ein findiger Zuschauer namens, ich glaube, Padmaster heißt er, der hat mir geschrieben, dass man Gothic 1 noch sehr gut zum Laufen bekommt, mit ein wenig Nachbearbeitung, mit ein paar Patches und mit ein paar Mods. Ich werde das demnächst mal testen. Was nicht heißt, dass wir in Kürze Gothic 1 anfangen werden. Ich meine, ich bin ja noch relativ jung und wir haben noch eine Menge Zeit, also irgendwann werde ich definitiv Gothic 1 spielen. Aber die nächsten Wochen wohl eher nicht. Und dann, glaube ich, hatte ich mir auch vorgenommen, eher Gothic 3 anzufangen, weil das habe ich noch nie durchgespielt. Eigentlich finde ich Gothic 3 nicht verkehrt. Schönes Spiel. Aber irgendwie habe ich es dann zum Schluss nie durchgespielt, weil ich glaube, es wurde mir dann zu, naja, zu, keine Ahnung, wie soll ich sagen, zu wild halt, ne? Wusste nicht mal so richtig, wohin. Du hattest zwar deine Aufgabe, aber gut. Naja. So, sind wir jetzt zu weit gelaufen? Warte mal. Wir sind jetzt tatsächlich an der Rampe vorbeigestiefelt, ne? Logisch, da vorne ist sie. Alter. Das ist Kryo-Life, ne? Das ist ja wieder typisch. Aber okay, wir sind ein paar Meter zu weit. Stell dir mal vor, wir wären jetzt die ganze Zeit hier im Kreis gelaufen. Komplette 20 Minuten, das wäre auch geil gewesen. Aber ich glaube, dann hätte ich die Folge neu aufnehmen müssen. So, wir gehen da jetzt mal hoch hier. So ist recht. Und jetzt sprechen wir mal da oben den Kerl an. Ach, jetzt haben wir wieder dieses Problem. So, klappt doch. Uda. Senkrad, nicht Seekop. Seekop war der Bauer. Ich habe Senkrad gefunden. Wirklich? Wo ist er? Er ist tot. Hier ist deine Armbrust. Er hatte sie bei sich. Er muss sich die Armbrust zurückgeholt haben, ist aber dann doch wohl von den Orks erschlagen worden. Verdammter Narr, ich wusste es. Wir werden alle sterben. Nein. Da brauchst du keine Angst zu haben. Ich weiß, das zu verhindern. Aber jetzt muss ich mich erstmal ins Bettchen legen, denn auch ein Held braucht etwas Schlaf manchmal. Ich hätte das anders gemacht. So. Hier hoch. Boah, Kryo-Life hier, ohne Scheiße. So, wir sind im falschen Haus. Wir müssen da, wo auch der Governor sitzt. Heißt nicht der Governor. Hier der, wie heißt der überhaupt? Ist das ein Lord? Komm, wir gucken nochmal gerade. Der müsste da sein, ne?
Mir ist gerade der Name von dem Kollegen entfallen. Garond, einfach nur Garond. Okay. Das liegt doch auf der Hand. Das liegt doch auf der Hand, genau, liegt das. Ja, der Governor. Wieso komme ich auf Governor? Na, weil ich mir, als ich vor ein paar Wochen krank war, mir die kompletten ersten drei Staffeln von Walking Dead betrachtet habe. Und ab der zweiten Staffel spielt es da in so einer Stadt, in der der Governor herrscht. Sehr geile Serie, übrigens sehr geil. Bis zum nächsten Morgen schlafen, okay. Ja, müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen, The Walking Dead. Hammergeile Serie. Ich weiß nicht warum. Ich bin ja kein so großer Zombie-Fan normalerweise, weil ich das einfach so ein bisschen stumpfsinnig finde, aber... Für Innos. Für Innos, jawohl. Aber diese Serie, die hat schon was, die ist hammergeil. Gut, wir sollten nicht so viel off-topic reden, beziehungsweise ich sollte nicht so viel off-topic reden. Wir gehen jetzt hier wieder direkt runter. Ich werde da mal da unten speichern. Und dann suchen wir mal diesen anderen speziellen Ork, den ich auch finden und töten soll. Der, wenn ich mich noch richtig erinnern kann, von hier aus gesehen zur rechten Seite sein soll. So, aber ist egal, wir werden das testen. Ich werde jetzt erstmal speichern. Ich beabsichtige, ja, nicht mehr als zwei Folgen noch hier im Minental zu verbringen. Wir werden jetzt diese Folge auf jeden Fall noch hier sein. In der nächsten Folge möchte ich euch mal ein paar Easter Eggs zeigen oder das Easter Egg überhaupt. Hier gibt es auch noch irgendwo eine Höhle, habe ich gehört, wo man die ganzen getöteten NPC-Leichen liegen sehen soll. Hier gibt es überhaupt niemanden. Obwohl, warte mal, ich bin schon wieder gerade im Gedanken verflogen, denn auf dieser Seite waren ja auch noch jede Menge Orks, fällt mir da ein. Hm, okay. Ich glaube, dann müssen wir hier vorbeirennen, ne? Beziehungsweise wir gehen jetzt einfach mal hier rüber. Ja, wie gesagt, zwei Folgen noch hier im Minental. Ich beabsichtige, Gothic 2 in den nächsten zwei Wochen zu beenden. Und wenn das dann noch 10, 15 Folgen werden, dann werden es halt noch 10, 15 Folgen. Aber wie gesagt, in zwei Wochen möchte ich das Spiel durchhaben und dann möchte ich mit einem nächsten Single-Projekt weitermachen. Das wird ein Shooter sein. Und danach, nach diesem Shooter, der was dann auch wiederum zwei Wochen andauern wird, kommt Ultima 9 Ascension und dann immer so weiter. So die Planung. So, wir gehen mal hier durch. Wir müssen aber auch aufpassen, denn da vorne sind noch irgendwo Orks. Ich weiß nicht, ob dieser... Warte mal, wir gucken gerade mal, ne? Ohne Mannschaft keine Reise, zwei aus Hoshpak. Den habe ich gemeint. Orik will, dass ich dem hohen Ork-Schaman Hoshpak das Handwerk lege. Sein Zelt steht auf einer kleinen Klippe nicht weit entfernt von der Rückseite der Burg. Hoshpak. Ja, mal gucken, ob wir den finden. Vielleicht ist er hier irgendwo. Ich glaube aber, um den einen Easter Egg sehen zu können, müssen wir uns hier irgendwie per Trick über diese Absperrung beamen. So, da ist auch ein Ork. Da sind wahrscheinlich mehrere Orks. Hat mich noch nicht gesehen bis jetzt. Komm. Das sind drei Stück plus Schamane. Oh, ein Elite sogar. Scheiße, den müssen wir als erster erledigen. Treff mich! So, umdrehen hier. So, meine Gesundheit steht nicht zum Besten. Der kleine, miese Penner da hinten die ganze Zeit mich mit seinem Feuerscheiß behagt. So. Da vorne sehe ich auch schon direkt die nächsten Orks. Der hatte zwei Mana-Tränke, das ist auch nicht verkehrt. Die brauchen wir ja, um uns wieder hochzuheilen. Und das werden wir jetzt auch tun. Sehr schön. Und ich glaube, ich werde trotzdem nochmal speichern und mir einen Schluck Kaffee gönnen. Achtung, Schleichwerbung. Einen Tassimo-Kaffee in einer... Ohne dich ist alles doof. In einem ohne dich ist alles doof Becher. So. Da sind zwei und wahrscheinlich hinter diesem Felsen noch viel mehr. Ja, aber ein bisschen weiter weg. Okay, dann erledigen wir erstmal die beiden hier da unten. Die sollten ja keine Probleme machen. So, umdrehen und zack. Stufe gestiegen. Jawohl.
Wir sind in der letzten Folge, ne? Auch schon gestiegen, aber ist geil. Ist richtig geil. Wir werden nochmal richtig stark zum Schluss. Wenn ich dann irgendwann mal zu einem Trainer kommen sollte. Ja, kommen wir natürlich wieder hin. Ist gar kein Thema. Ja, guckt euch mal an, wie das klappt, ne? Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie wir hier diese vier Drachen erledigt haben? Da haben wir diese Orks noch nicht geschafft, ey. Die haben die uns auch so richtig schön in den Hintern aufgerissen. So, dann gehen wir mal hier weiter. Da ist... Was ist da? Nichts ist da. So. Da vorne. 1, 2, 3, 4. 4 normale sehe ich. Ist auch irgendwo... Okay. Okay, 4 normale. Einmal 4 normale zum Mitnehmen, bitte. 4 normale zum Mitnehmen. Da komme ich wieder. Hier habt ihr von den Burger Kings da gehört. So, warte mal. Ja, was wollte ich sagen? Habt ihr von dem Burger King-Skandal gehört? Ist auch krass, ne? Ich muss euch ja gestehen, ich gehe immer lieber zum Burger King als zum McDonald's. Weil es irgendwie besser schmeckt. Aber so ein Skandal ist natürlich auch eine feine Sache. Aber ich glaube, dass sie jetzt ordentlich was tun, um das Ganze wieder in den Griff zu bekommen. Von daher, ich werde auch in Zukunft zum Burger King gehen. Mir egal. Wobei ich da sowieso eher selten bin, aber ich schätze mal einmal im Quartal oder so. Höchstens. Naja, egal. Ich rede immer so viel off-topic. Was ist mit euch los? Braucht ihr Brille oder was? So, komm. So, nächster. Irgendwie hatte ich heute noch gar keine Probleme mit meiner Maus, ne? Fällt mir da mal so spontan ein. So, sehr schön. Okay, ich glaube, wir haben schon fast alle Orks hier besiegt. Kein Hoshpak zu sehen, oder wie heißt er? Wir gehen mal da weiter. Da waren wir, glaube ich, noch nie gewesen. Wir sind hier da vorne sofort hoch immer. Und sind zum Drachen gelaufen. Aber hier, glaube ich, waren wir noch nie. Ah, okay, da geht es auch weiter. Also weiter in Form von einem Fluss, einem reißenden Fluss. Wenn wir jetzt hier weiter hochgehen, kommen wir zu dem Drachen, beziehungsweise zu diesen Harpien. Genau, die ja immer so schön rumgestöhnt haben. Aber ich glaube, Orks war es das jetzt. Zumindest hier, so in diesem Bereich vom Minental, im hinteren Bereich vom Minental, müssten noch jede Menge stehen. Aber ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, wo dieser Hoshpak-Freak ist, ne? Hier geht's wieder hoch. Wir können ja auch nochmal durchlaufen. Ich glaube, da sind nämlich noch ein paar von diesen Echsenmenschen. Die geben ja auch ganz gute Erfahrungspunkte. Ich würde fast vorschlagen, dass wir eben, diese Folge ist ja fast schon wieder am Ende angekommen, aber dass wir in der nächsten Folge auf jeden Fall hier nochmal so einen Rundumschlag machen, im Minental einfach mal ein bisschen durchmarschieren. Wir haben ja jetzt eigentlich keine schweren Kämpfe mehr vor uns, sondern nur noch hier so Drachen, Snapper und was weiß ich alles. Da vorne sind die Harpien, das können wir uns auch nochmal betrachten. Sieht auch sehr stark aus. Aber da gibt es nichts mehr zu erledigen. So, gehen wir mal da vorne hin, gucken wir mal. Da sind nämlich noch die Jungs hier. Da kamen auch immer viele, zu viele auf einmal rangerannt, sodass es mein Untergang war. Was ist mit eurer Sichtweite los, Jungs? So, ich muss mal ein bisschen Abstand nehmen. Ich weiß nicht genau, wie viele da jetzt ankommen. Drei, vier. Vier Stück sind natürlich eine ganze Hausnummer hier. Ja, komm, halt die Schnauze hier. So, und du auch. Ja. So, das Zeug brauchen wir nicht einsammeln von denen. Aber die ging auch relativ gut um. Die marschieren wieder zurück, die drei hier. Jetzt nicht mehr, jetzt haben sie mich gesehen. So, und der letzte. Irgendwie habe ich die sehr schlecht getroffen dieses Mal. Na gut, egal. So, da vorne sind die nächsten. Den werde ich natürlich auch noch erledigen. Einer alleine. Der macht mir wahrscheinlich überhaupt nichts.
So, ich hab's gewusst. Ja, irgendwie die Maus hängt gar nicht heute, ne? Cool. Echt cool. Ins Wasser springen werde ich nicht. Ich weiß wieder, was dann passiert. Wegen dieser bekloppten Unterwassersteuerung werde ich wahrscheinlich wieder jämmerlich ertrinken. Alter, hat der mich erschrocken, ey. Haha, ist eine arme Sau. Hat nichts drauf, aber der kam da angerannt. Ich habe gerade eben gerade noch gedacht bei den Echsenmenschen. Da war doch irgendwo so ein Golem. Okay, ich glaube, wir müssen einfach wieder abhauen. Wir können nochmal in die andere Richtung gehen. Denke aber, da geht es nicht mehr weiter. Wir müssen hier das Feld wieder räumen. Oder, warte mal. Ich tue nochmal ganz kurz quicksafen. Wir sind schon wieder eine Minute drüber, wenn ich das richtig sehe. Aber ist egal, ich gehe nochmal ganz kurz in diese Höhle rein. Wir wollen uns das nochmal betrachten. Ah, okay. Gut, ich wusste nicht mehr, ob es da einen Durchgang gibt. Aber hier gibt es keinen Durchgang, hier gibt es nur einen Eingang. Ging das schon immer auf? Nee. Rechts, links. So, was haben wir da dran? Ein Gehstock. Na, den muss man natürlich in der Schatztruhe einsperren. Wacholder, jawohl. Unser geliebter Wacholder. Den brauchen wir. So, das war's auch schon, oder was? Ich weiß nicht, ging die Tür damals schon auf? Ich weiß nicht mehr. Ist auch egal. Wir machen wieder einen Abgang, beziehungsweise, warte mal. Wir machen das mal ganz geschickt. Wir brauchen ja den ganzen Weg nicht mehr zurückzulaufen. Wir haben ja Runen. So, und zwar hier. Teleport, Pass in Korinis. Zur Burg, zum Großbauern, zum Pass im Minental. Das machen wir mal hier auf die 4 und dann geht's ab dafür. Ach, jetzt sind wir wieder hier oben. Naja, ist ja auch blöd, ne? Aber gut. Okay. Ist egal, wir gehen nochmal den Weg runter. Das geht ja schnell. Sollte auf jeden Fall schneller gehen, wie die Wegstrecke zurückzulaufen, wo wir eben gewesen sind. Und dann werden wir mal die Gegend aus einer anderen Richtung erkunden. So, Freunde. Ich mache eine kleine Pause. Wir sehen uns übermorgen wieder. Ich nehme direkt jetzt im Anschluss die nächste Folge auf. Also macht's gut. Bis dann.